Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Chaos auf Deponia. In der letzten Episode haben wir die letzten Schnabeltiere zum Schlüpfen gebracht und in ihre Nester gesteckt. Flug Schnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Richtig, jetzt haben wir alles von der Speisekarte runter. Ich würde sagen, jetzt gehen wir zu Gohl und laden sie zum Essen ein. Danke, müssen wir aufsuchen. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Hey, Baby. Jetzt geht es los. Ich geb's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Es ist ein hervorragendes Etablissement. Unverrufene Lage, erstklassige Aussicht. Und eine exquisite Küche. Eine exquisite Küche? Was wird denn da serviert? Schlammbraten? Es gibt auf jeden Fall keine Schnabeltiere. Keine Schnabeltiere? Bist du dir sicher? Ja, die haben alles, außer Schnabeltieren. Na gut, warum nicht? Mittlerweile ist mir alles recht, solange ich nur aus dieser Spelunke hier rauskomme. Also los, lade mich ein. Ich warte. Ich hab dich doch gerade eingeladen. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Erst mein... Was ist es? Es ist unver... Und? Eine... Etwas wird... Es gibt... Keine... Bist du dir... Ja. Ja. Na gut, mittlerweile... Also los, ich warte. Hey, Baby. Jetzt geht es los. Ich geb's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Krieg ich die denn jetzt zum Essen eingeladen? Gohl, du machst es mir hier nicht einfach gerade. Ich sehe doch immer noch Puzzleteile. Ach, jetzt sollen wir erstmal mit Ziegel sprechen. Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Neure nicht immer rum. Ich habe es geschafft. Die Speisekarte im Che Schlumpi ist schnabeltierfrei. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Musstest wohl erst einmal Schnabeltiereier suchen, was? Ja, genau. Allein die Vorstellung ist zum Totlachen. Wenn ich dann jetzt bitte den Tisch reservieren dürfte. Nein. Nein? Zu einem Date gehört mehr als ein gutes Essen und ein schöner Ausblick, Rufus. Nein? Wie in Nein, meine Suppe esse ich nicht? Du musst die Lady auch mit deinen Manieren beeindrucken. Immerhin reden wir hier von einer Louisianerin, richtig? Ich habe eine Brandblase, zwei Frostbeulen und mehrere Schnabeltierbisse. Und du sagst nein. Wie wäre es mit einem Gedicht? Links die Blase, rechts die Beulen. Noch nicht fertig, muss gleich heulen. Nicht für mich, für die Lady. Irgendwie bezweifle ich, dass ihr das Gedicht gefallen würde. Ich sehe es bereits vor mir. Der Sonnenuntergang glitzert magisch im Champagner und wirft Reflexe in ihr güldendes Haar. Es ist mehr so orange. Schlumpi serviert das Dessert und dann rezitiere ich das Gedicht. Du meinst, ich rezitiere das Gedicht? Ja, natürlich, du. Also,
Bist du geübt in den lyrischen Künsten? Natürlich. Ich habe zwar meine Hupe nicht dabei, aber das passt schon. Kein Grund zur Sorge. Ich bin ein Meister der Poesie. Ich muss mir nur noch ein paar Gedichtbände durchlesen, bis ich die passenden Verse gefunden habe. Ach nö, das dauert doch ewig. Geduld ist die wichtigste Fähigkeit des Romantikers, Rufus. Kein Gedicht, keinen Tisch. Verstanden? Pff. Von wegen. Ich habe lange genug auf diesen senilen Esel gehört. Die Sache mit dem Gedicht löse ich auf Rufus-Art. A la Rufuse. Mit einem weiteren brillanten Manöver. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Na, mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel. Deine Haare sind wie Blumen ohne Stängel. Ein Müllsammler aus Potterhirsch als eine Frau. Das ist schön, schön. Schlimpunzel, Schlimpunzel. Ringel, Rangel, Runzel. Lass das mal lieber Papa machen. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Lass das mal lieber Papa machen. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Lass das mal lieber Papa machen. Fand ich aber gut. Ich wette, ich schaff das auch ohne deine Hilfe. Das hast du damals beim Topfschlagen auch gesagt. Du hast 3 Tage gebraucht, um den Heimweg zu finden. Und 2 weitere Jahre, um die Wettschulden bei mir abzustottern. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Der zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Ja, ja. Nun, wir haben einen Dichter kennengelernt. Wenn er sich nicht erhängt hat, kann er uns vielleicht helfen. Oh, er ist noch halt am Leben. Ein bisschen blass, aber ansonsten... Klopf, klopf. Du schon wieder? Du kennst dich doch mit Poesie aus, oder? Ich wäre ein schlechter Dichter, wenn es nicht so wäre. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Sag jetzt nicht, dass du meine Hilfe bei einem Gedicht brauchst. Ich brauche deine Hilfe bei einem Gedicht. Nein. Aber es ist für eine Frau und, Das Wichtigste ist, dass es von dir kommt. Es ist nicht auch wichtig, dass es sich da so reimt am Ende? Nicht unbedingt. Und Metrik, was ist mit Metrik? Hauptsache, es kommt von Herzen. Versuch's mal. Schlimpunzel, Schlimpunzel. Ringel, Rangel, Runzel. Ist doch gut. Es ist originell. Es ist mutig. Und es hat diese gewisse künstlerische Intransparenz. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. Klopf, klopf. Du schon wieder? Ja, ich brauche immer noch Hilfe. Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. In jedem steckt ein Poet. Versuch's mal. Deine Haare sind wie Blumen. Nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Ist doch gut. Es reimt sich. Die Botschaft ist klar, die Metaphern gut ausgesucht. Und es kommen sogar ein paar romantische Schlüsselworte drin vor. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Oh, schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. Ach, wie kommst du da? Klopf, klopf. Du schon wieder? Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. In jedem steckt ein Poet. Versuch's mal. Okay. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Ist doch gut. Es ist lustig. Außerdem ist es metrisch gesehen einwandfrei. Und es handelt sich um eine Liebesgeschichte im weitesten Sinne. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. Klopf, klopf.
Du schon wieder? Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. In jedem steckt ein Poet. Versuch's mal. Ich kann das nicht. Und ich sage, du kannst. Ja, aber auf dich hört niemand. Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. In jedem steckt ein Poet. Versuch's mal. Ich kann das nicht. Und ich sage, du kannst. Ja, aber auf dich hört niemand. Stimmt. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Ich habe hier etwas für dich. Vielleicht hilft das ja. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Hast du schon was für mich, Seagull? Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dann... Nein. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Na, mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Ich wette, ich schaff das auch ohne deine Hilfe. Das hast du damals beim Topfschlag... Ja, ja, ja. Nicht weglaufen. Vergiss den, der zieht... Vielleicht können wir unser Glück ja schon mal versuchen. Wüsste sonst gerade auch nicht, was wir sonst tun sollten. Da, runter. Mit Kohl quatschen. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Ja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Ja. Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Es ist ein hervorragendes Etablissement. Unverrufene Lage, erstklassige Aussicht. Und eine exquisite Küche. Eine exquisite Küche? Was wird denn da serviert? Schlammbraten? Es gibt auf jeden Fall keine Schnabeltiere. Keine Schnabeltiere? Bist du dir sicher? Ja, die haben alles, außer Schnabeltieren. Na gut, warum nicht? Mittlerweile ist mir alles recht, solange ich nur aus dieser Spelunke hier rauskomme. Also los, lade mich ein. Ich warte. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Ich erzähle ihr später von meinen Helden. Erst einmal muss ich dafür sorgen, dass sie mit zu Doc kommt. Vielleicht kann der kleine Jukebox mir ja irgendwie weiterhelfen. Hi ho, hi ho. Willst du Orgel? Na komm schon, sing doch mit. Hi didel didel do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Ist immer noch gut. Gulliver, hast du eine Idee? Hi. Ah, du schon wieder. Ja. Willst du jetzt endlich was bestellen? Nein. Bis später. Komm wieder, wenn du an... Was? Hi. Ah, der Neue. Was gibt es? Ich komm auf dich. Was? Vielleicht kann uns Boso ja mittlerweile irgendwie weiterhelfen. Ich würde ja auch den Gondoliero fragen, aber der ist ja nicht mehr unter uns. Der ist gegangen. Ich
will die beiden nicht stören. Moment mal, was rede ich denn da? Hallo, Rufus ist wieder da. Verdammt, irgendwie hören die mich gar nicht. Vielleicht kann Doc uns ja helfen. Irgendjemand muss uns doch mal mit Dicht helfen können. So, Doc, sag mal, du und die Frau, wie ist das so? Hallo nochmal. Ah, Rufus, wie kommst du voran? Die erste Goal habe ich schon mal überzeugt. Das ist schon mal ein erster Schritt, aber noch ist es nicht geschafft. Ich weiß, dass ich gut bin, du musst es mir nicht extra sagen. Nette Praxis. Oh, danke, Rufus. Ich hätte sie zwar etwas anders eingerichtet, aber trotzdem ganz nett. Ach, ich weiß. Die Abschirmung des Generators resoniert ungünstig mit dem Induktionsfeld der Magnetbandspuren am Hauptkondensator. Aber was würdest du machen? Bei Oszillationsfrequenzen von teilweise über 6 GHz bei gleichbleibenden 30 Tesla. Tja, was schon. Ich würde den Generator etwas nach links rücken. Aber könnte das bei der Feldstärke nicht gefährlich sein? Ich würde nur ungern aus Versehen einen Neutrinostern in meiner Praxis erzeugen. Ja. Du weißt doch, worüber wir hier reden, oder? Ja, natürlich. Natürlich weiß ich das. Und ich bleibe dabei. Weiter nach links. Tja, wenn du meinst. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Wofür ist die Tiefkühltruhe? Da bewahre ich Ersatzgehirne für meine Operationen auf. Und meine Lunchbox natürlich. Aber im Moment ist die leer. Viel Eis, keine Hirne und nichts zu futtern? Das sind ja Zustände wie bei einer Modenschau. Schön. Was ist das für ein seltsamer Apparat nebenan in der Schleuse? Spiel ja nicht daran herum. Es ist Teil eines Experiments, totes Hirngewebe durch gezielte Stromstöße zum Leben zurückzuerwecken. Leider gibt's ein paar unangenehme Nebeneffekte, die ich noch nicht beseitigen konnte. Und die wären? Das elektrische Feld ist so stark, dass sich der Raum um den Generator faltet. Und die Falten bekommt man nur ganz schlecht wieder raus. Ja, aber bügelst du die? Kann ich mir Werkzeug von dir ausborgen? Bedien dich ruhig. Ich muss hier ohnehin nur noch ein paar Feinjustierungen vornehmen. Und dafür brauche ich nur Hammer und Kaugummi. 1A. Meine Praxis war cooler und größer. Wirklich? Die im Haus deiner Ex-Freundin? Ja, nicht nur größer. Es haben auch mehr Sachen geblinkt. Und sie hatte auch mehr von diesen Dingern da neben der Tür. Lichtschalter? Genau. Gut. Das haben wir schon. Was ist schiefgelaufen? So wie es aussieht, hat hier Gilligan die falschen Datasetten angedreht. Dieser Verbrecher. Golds Bewusstsein ist jetzt auf die 3 Datasetten verteilt. Auf jeder Datasette sind unterschiedliche Aspekte ihres Charakters abgespeichert. Passt schon. Kennst du eine Facette eines Charakters, kennst du sie alle. Nein. Welches ist denn die echte Goal? Nun, jede einzelne und keine. Ja. Wie bei der Zucht von Mimikry-Wombats. Was? Nein, die 3 Goals sind jeweils Teilaspekte der echten Goal. Aber die Summe ist mehr als die einzelnen Teile. Also doch wie bei den Wombats. Die Biester vermehren sich wie wild, wenn man nicht aufpasst. Was? Nein, egal. Sagen wir einfach, wir brauchen die Kooperation von allen 3 einzelnen Goals. Ohne ihre Zustimmung kann ich sie nicht wieder zusammensetzen. Das musst du mir nicht sagen. Auf diese Weise habe ich mal fast einen Finger verloren. Verfluchte Mistviecher. Wir müssen Goal unbedingt wieder hinbekommen. Ich arbeite ja dran. Überzeuge du sie einfach, dass sie sich der Operation unterzieht. Also, alle 3 Versionen von ihr. Benutze die Fernbedienung, um die Datasetten zu wechseln. Wenn du alle 3 überzeugt hast, schick sie zu mir ins Labor. Den Rest erledige ich dann schon. Ich werde dann mal wieder. Tu das. Obwohl mir da vielleicht helfen kann?
einfach mal einen anderen Teil von Kohl nach dem Gedicht frage. Das ist eine blöde Idee, aber wer weiß. Niemand kennt sie besser als sie selbst. In die Spelunke. Da runter. Sonst wüsste ich gerade echt nicht weiter. Da war ich wohl wieder mal kurz weg. Habe ich was verpasst? Nicht wirklich. Wie schön. Oh, Rufus, wie schön. Kommst du voran? Ich habe Schwierigkeiten, Lady Gold zu überzeugen. Nimm es ihr bitte nicht übel. Sie mag nach außen hin abweisend wirken, aber in ihrem Inneren ist sie genauso verletzlich und unsicher wie der Rest von mir. Sei einfach nett zu ihr. Lad sie zum Essen ein oder so. Hey, das könnte tatsächlich klappen. Ich meine, da wäre ich auch noch von selbst drauf gekommen. Oh, tut mir leid. Ich bin immer so unnütz. Mach dir keine Vorwürfe. Ich schaff das schon. Ich glaube an dich. Ich kann mir der andere Teil von Goya helfen. Was zum... Oh, ach ja. Hey Rufus, kommst du voran? Klar doch. Ich habe Schwierigkeiten, Lady Gold zu überzeugen. Kann ich mir vorstellen. Sie kann echt eine ganz schöne Zicke sein. Red nicht so über sie. Aber es stimmt. Sie ist eine verwöhnte Zicke. Ich finde sie lässig. Na, dann lad sie doch zum Essen ein, wenn du sie so sehr magst. Das mache ich vielleicht. Na, dann mach doch. Bist du etwa eifersüchtig? Auf mich selbst? So ein Quatsch, das wäre doch total bekloppt. Auch nicht bekloppter als alles andere, was heute passiert ist. Gut, das hilft mir auch nicht weiter. Ich schaff das schon. Beeil dich. Gulliver gehen langsam die Krüge aus. Warum wirfst du sie auch immer gegen die Wand, nachdem du sie geäxt hast? Weil es eben so ist. Leb damit. Versuchen wir es einfach nochmal mit der Tischreservierung. Irgendwo müssen wir ja weiterkommen. Bellevue. Einen Augenblick bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Na, für mich erst wie Sie. Ich habe alle erworben. Ja, 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 ja. Ein guter Service. Warte mal, er ist doch auch mehr oder weniger dicht. Willkommen nochmal. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtkunst vortragen. Na, dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Wow, ich fühle mich auf einmal so... Erleuchtet? Ein... Bewegt. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltär. Oh Gott. So, dann... So. Gehen wir doch nochmal zum Dichter. Vielleicht hilft er mir jetzt. Ja. Klopf, klopf. Du schon wieder? Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. In jedem steckt ein Poet. Versuch's mal. Klar. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Nochmal bitte. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier.
Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist ja grauenvoll. Das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ich wollte es ja nicht zugeben. Aber du brauchst wirklich meine Hilfe. Bekomme ich jetzt Unterricht oder so? Um Himmels Willen, nein! Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Dir kann nur noch der älteste Trick der Dichtkunst helfen. Drogen? Ghostwriting. Ah, meinte ich ja. Hier, nimm diese Wanze. Was soll ich damit? Du sollst sie dir ins Ohr stecken. Aber sie zappelt noch. Stell dich nicht so an. Steck sie dir ins Ohr, dann kann ich dir während deines Dates die richtigen Worte soufflieren. Cool. Wie beim Geheimdienst. Hat er sie jetzt ins Ohr gesteckt? Jawohl. So, dann mache ich an dieser Stelle einen Cut und wie das Ganze weiter verläuft, seht ihr in der nächsten Episode Let's Play Chaos auf Deponia. Bis dahin, tschüss.